Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Deich. So, ja, wir schauen jetzt mal ganz kurz in das Ding hier rein. So, ja, was gibt's Neues? Diese 14 Days of Fortnite haben jetzt inzwischen begonnen. Ja, und dann lasst uns doch mal schauen. Also, wir haben hier auch schon wieder neue Infos geleakt. So, zum einen ganz klar alle Challenge Rewards und so weiter hier geleakt. Gucken wir mal. Das wäre das hier. So, also. Das sind die Rewards, die es geben wird. Da haben wir den von heute. Dafür muss man sich einmal in diesen Creative-Modus einloggen und dann bekommt man das Ding. Dann haben wir als nächstes morgen schon einen Emote hier. Dann haben wir eine Schneeflocke, einen Schneemann, einen Gleiter. Dann sind irgendwelche Background-Bilder. Hier ein cooles Backpack. Das ist geil. Das finde ich echt nice. Mit dem Gingerbread Man da hinten drin. Dann haben wir eine Picke. Da ein Schneeball zum Werfen, so wie es aussieht. Ein, ja, dann Sprayer, hier Flieger und da so eine Christbaumkugel. Dann haben wir hier so ein Teil da. Und das letzte ist noch offen. Haben wir ein Fragezeichen dahinter. So, am Tag 1. Genau, die LTMs. Also sprich die Special Events. Wir haben einmal diese Teams of 33, die hatten wir heute ja schon gehabt. Classic, Change to Unvaulted Midday. So. Dann haben wir am zweiten Tag auch wieder Teams of 33. Und Siphon Solo. All healing items have been removed in this mode. The only way to gain health is or shield is to eliminate. Oh. Das ist natürlich der perfekte Modus für den Herrn sofort. Hier gibt es kein Healing mehr. Hier wirst du nur noch hochgeheilt in diesem Modus am zweiten Tag, wenn du Leute killst. Für mich ganz schlecht. Ganz schlecht. So. Dann haben wir den Team Terror am dritten Tag. 50 versus 50 und Icy ist Solo. Tag 4. Team Terror 50 versus 50. Da ist es. Ah, geil. Da gibt es dann wieder mal diese Monster. Im 50-50. Dann haben wir Barebones Squads. This mode has the map, compass, storm timer and many other elements of the heads-up display turned off. Determining who is friendly and who isn't during firefights and staying away from the storm will be key. Oh. Am vierten Tag also. Ein Event, wo wir nicht wissen, wer. Also die Map wird nicht angezeigt, der Kompass wird nicht angezeigt, der Sturm, Timer, das ganze Display ist weg und wir wissen auch nicht, wer sind unsere Freunde und wer sind unsere Gegner. Das heißt, du hittest erstmal jemanden an und guckst du mal, ob der Schaden bekommt. Und wenn du das Ding dann gewinnst, dann ja, wäre das geil. So, dann Tag 5, Disco Domination. Geil, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Teams, 32er Teams, Close Encounter, Squad. Dann haben wir am siebten Tag Team Rumble und Solid Gold. Dann haben wir am achten Tag Team Rumble. Und Score Royale, a brand new take on earning a victory royale. This mode rewards players who like to explore and search for loot. Das ist das Richtige für mich. Earn points by collecting coins, opening loot containers, using forage items and eliminating other players. The first to get the winning score wins. Looten, das kann ich gut. So, dann sind wir am neunten Tag Food Fight. Ja. Und das Ground Game. Im Ground Game muss man clever kämpfen. Spray and pray. And build spamming isn't an option here. Also, es wird weniger Baumaterialien geben.
Und das Max-Ammo ist limitiert. Also sollte man auf jeden Fall die natürlichen Möglichkeiten nutzen, um sich in irgendeiner Form in Deckung zu bringen. So, am Tag 10 haben wir einen Food Fight und Sneaky Silences. Keine Ahnung, was das bedeutet. Be very, very quiet. Dann haben wir am Tag 11 Steady Storm. Weiß ich jetzt auch nicht genau, was es ist. Und Close Encounters. Am Tag 12 Close Encounters, 50-50 und High Explosives. Am Tag 13 High Explosives und bei 50 und High Explosive Squads. Und am Tag 14 High Explosives 50 und One-Shot Squads Low Gravity. Every player has 50 Health. Nur 50 Leben hat jeder. Es gibt nur Snipers. Und die Bandages, aha, sind die einzigen Möglichkeiten, sich zu heilen. Also möglichst in die Höhe gehen und gut zielen. So, das wäre das hier. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rein in den nächsten. Das ist in diese. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Okay. Und dann gibt es einen weiteren interessanten Leak, da wird sich der Herr sofort auch freuen. Am 24. Dezember gibt es dieses Frozen Legends Pack und es kostet $25. So, da drin sind wohl, ja, der Rote Ritter, der Liebesranger, der Raven, alle in dieser in diesem Eis-Skin. Ja, sieht doch mal cool aus. So, dann wären wir hiermit soweit erstmal durch. Dann gehen wir doch mal hier rein in den Daily Shop. Gucken wir mal, was da so am Start ist. Das ist der Item Shop. Und wir haben den Crackshot, den Nussknacker momentan am Start. Und der Nussknacker ist ja mega, mega, ein mega cooler Skin. Ich finde den ziemlich geil. Und da hinten auch hier dieses Backpack ist auch ziemlich cool. Der Nussknacker. Problem ist allerdings hier oben seine riesige Mütze. Herr Sofort hat schon gesagt, das ist sehr, sehr negativ und kann natürlich, also der Nussknacker piekt irgendwo überall raus, hat er gesagt. Und es kann natürlich ziemlich tödlich enden. Also der Nussknacker, ich finde den trotzdem cool. Wegen der Mütze muss ich ihm ein bisschen Punkte abziehen. Dann kriegt er von mir 8 von 10. Und aktuell hier die Benotung 4,02 von 5 bei 137 Votes. 363 Reminders. So, dann geht's weiter. Dann sind wir hier bei der Crackabella. Und hey. Die sieht doch mal richtig nice aus, oder nicht? Und da hinten das Backpack ist ja echt goldig, ja. Denkt ihr nicht auch, dass der Mund von dem Nussknacker erinnert mich irgendwie so ein bisschen an das Bildlogo, oder? Also, sieht echt komisch aus. Also, dann haben wir hier die Crackabella und die Crackabella kriegt von mir 9 von 10. Finde ich, sieht auch ziemlich nice aus. Und Crackabella hat hier 5 von 5 bei einem Vote aktuell. Und ist ja heute das erste Mal rausgekommen. So, was haben wir da noch? Dann haben wenn wir hier auch schon durch. Dann gehen wir hier rein in dieses. Oh, wie schön! Nein, ich hätte es ja kaum für möglich gehalten. Nein! Ich habe ja nur gesagt, eine Schneekugel, wenn die. Oh, ist das geil! Was passiert, wenn man. Oh, guckt euch das an. Schnee in der Kugel! Eine Gingerbread Man da drin. Ja, für die meisten heutigen Jugendlichen ist das ja nichts Interessantes mehr. Aber ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo eine Schneekugel noch faszinierend war. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als kleines Kind das Ding in der Hand gehalten zu haben und geschüttelt zu haben. Und ich war total begeistert, als diese Schneeflöckchen da in der Kugel rumgeschwommen sind. Da gab es ja noch keine PCs und was weiß ich nicht was. Die alten Brotkisten noch so. Also. Schneekugel, da werden Erinnerungen wach. Ich finde, diese Picke hat von mir glatte 10 von 10 verdient. Die habe ich, also sowas ist echt cool. Gefällt mir unheimlich gut. Hat bis jetzt noch gar keine Bewertung bekommen. Ist heute das erste Mal auch rausgekommen. So, dann schauen wir mal weiter.
Ist auch das einzige hier, ne? Es gibt nur dieses. Ja, okay, und dann sind wir jetzt hier bei diesem Steel Side. Ja, Steel Side, ja. Sieht ein bisschen aus nach Universal Soldier. In der weiblichen Version. In der weiblichen Billigversion. Kriegt von mir 5 von 10. Mehr kann ich dem Ding einfach nicht geben, dem Universal Soldier. Und dann schauen wir doch mal. Universal Soldier, sag ich. So, hier haben wir tatsächlich. Oh, er ist auch sehr schlecht benotet worden. 2 von 5, 8 Votes. 27. April 2018 das erste Mal drin gewesen. Also keiner. Gefällt keinem so wirklich das Ding. So, dann haben wir den Igel. Let's fly. Und der Igel bekommt von mir 9 von 10. Ich finde den mega witzig. Und da sind die Noten nicht ganz so toll. 2,92 von 5 bei 13 Votes. Ich finde den cool. Lass ihn fliegen. Let him fly. So. Dann haben wir den Devastator. Der Devastator sieht ein bisschen besser aus als das andere Ding. Kriegt von mir 6 von 10, der Devastator. Ne, 5 von 10. 6 von 10, ne? 5 von 10, ne? 6 von 10, ne? 5 von 10, ne? 6 von 10. 6 von 10. Hier haben wir 4,1 von 5 bei 10 Votes am 25. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. So. Die Cutting Edge. Bin ich jetzt nicht wirklich begeistert von. Ja. Was kriegt die Cutting Edge von mir? 5 von 10. Und dann schauen wir, irgendwie zieht hier gerade gar nichts mehr so, wie es eigentlich sollte. Cutting Edge. Wo ist es denn da? 4,33 von 5 bei 3 Votes am 13. April 2018 das ist mal drin gewesen. So, jetzt kriegen wir das wieder nicht darüber. Dann haben wir den Sprinkler. Und der Sprinkler kriegt von mir 7 von 6 von 10. Ich finde den jetzt nicht ganz so toll. 6 von 10 für den Sprinkler. Und der Sprinkler hat 3 von 5 bei 7 Votes am 15. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. Oh. So, dann haben wir zum Schluss noch den Flying Fish. Sorry, 0 von 10. Absolut, da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Flying Fish braucht kein Mensch. Und das Ding hat auch nur 2,5 von 5 bei 10 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaltet mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleichauf. Rein, macht's gut, bis dann und tschüss.